Heute beim Elektrischen Reporter: geklonte Spiele, Elterngespräche und schwindende Idiome. Elektrische Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Internet ist von Natur aus eine einzige große Kopiermaschine. Doch nicht nur Dateien werden darin mit jeder Übertragung kopiert, auch Ideen passiert das immer häufiger und immer schneller, wie unser erster Beitrag zeigt. Für Daniel Helbig vom Berliner Indie-Spiel-Label Megagon Industries ging im Mai diesen Jahres ein Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit zwei Freunden hat er das Spiel And Then It Rained entwickelt und das landete völlig überraschend auf einem Spitzenplatz der App-Charts. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass so unsere Mütter und irgendwie unsere besten Freunde die App kaufen. Aber wir haben jetzt nie damit gerechnet, dass die sich jetzt mehrere tausend Mal verkauft. Die ersten Tage und Wochen vergingen für die jungen Games-Entwickler wie im Rausch. Immer mehr Menschen kauften das Spiel. Zu Hochzeiten waren es 3000 Downloads am Tag. Doch nach zwei Wochen war plötzlich Schluss mit der guten Laune. Ein Unbekannter hatte das Spiel nachgebaut. Zumindest auf den ersten Blick wirkte es wie eine 1:1-Kopie. Wie ein digitaler Klon. Das ist schon krass, wenn man dann das sieht, wie jemand anders das so in den Store bringt. Und das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man dann auch noch das Gefühl hat, dadurch, dass es unter demselben Namen läuft, also die haben es ja dann auch noch Internet Rained genannt, dreisterweise, dass andere Leute dann denken, das ist die eigentliche App, die man gemacht hat. 8 Monate Arbeit haben Daniel Helbig und seine beiden Freunde in die Entwicklung ihres Games gesteckt. Dem Nachbauer reichten 2 Wochen. Trittbrettfahrer gab es schon immer in jeder kreativen Branche. Aber die Geschwindigkeit, mit der mobile Spiele nachgebaut werden, ist neu. In der letzten Zeit häufen sich Geschichten von Handygames, die über Nacht zum Hit werden und neben denen praktisch eine Nacht später nahezu identische Spiele im App Store stehen, mit fast dem gleichen Namen. Flappy Birds zum Beispiel. Ein lustiger Vogel, den der Spieler durch Tippen auf den Touchscreen durch eine bunte, pixelige Landschaft steuert. Der vietnamesische Entwickler Dong Nguyen programmierte es an einem einzigen Wochenende. Nach wenigen Monaten gab es hunderte Kopien des Spiels im App Store. Skurrilerweise hat Nguyen das Original inzwischen vom Markt genommen, so dass es nur noch Kopien gibt. Ärgerlich, findet Silvius Lack. Er hält die dreisten Kopierer sogar für eine Gefahr für die Branche. Wenn Computerspiele kopiert werden, bedeutet das natürlich primär für diejenigen, die die Computerspiele geschaffen haben, keinen Erlös. Und da Menschen nun mal mit der Produktion von Spielen oder jedenfalls in den allermeisten Fällen ihr Geld verdienen, ist das ein herber Rückschlag für diejenigen, die viel Zeit und Energie investieren, diese Spiele herzustellen. Mittlerweile hat sich um mobile Games herum eine regelrechte Trittbrettfahrerindustrie entwickelt. Oft mit Firmensitzen irgendwo im fernen Osten. Und selbst wenn man die Nachbauteams ausfindig macht, eine Klage lohnt sich in den seltensten Fällen. Das Problem der Entwickler: reine Spielideen kann man nicht schützen lassen. Grafiken, Logos, Schriftzüge und Musik unterliegen zwar dem Urheberrecht, nicht aber das Spielkonzept selbst. Aber das ist es, was ein Game zum Hit macht. Außerdem, wo verläuft die Grenze zwischen Inspiration und Kopie? Wer will beweisen, dass nicht viele Entwickler plötzlich auf ähnliche Ideen gekommen sind, dass sie alle einen Trend erkannt haben, der quasi in der Luft lag? Linda Breitlauch, Designerin an der Hochschule Trier, beschäftigt sich schon lange mit diesen Fragen. Also um mal als Beispiel ein Jump'n'Run zu nehmen, dieses Spielprinzip, meine Spielfigur kann rennen, springen und dabei Sachen einsammeln oder möglicherweise auch kämpfen, gab es eigentlich schon zu Beginn der Spieleentwicklung, wurde von damals 2D und sehr pixelig in der Grafik weiterentwickelt, heute in 3D. Also das grundsätzliche Spielprinzip findet man letzten Endes immer wieder. Und insofern ist die Grenze zwischen Kopie und Inspiration natürlich sehr klein, sehr dünn, das ist gar keine Frage. Sogar Spiele wie das berühmte World of Warcraft oder der aktuelle Hit Candy Crush sind abgekupfert. Nur, dass sich mit der Zeit niemand mehr an die Originale erinnert. Dieses Muster zeigt sich auch beim Spiel 2048. Das Spiel ist genau genommen die Kopie einer Kopie. Das Ausgangsspiel ist Threes,
Die erste Kopie hieß 1024. In der Szene gilt aber heute 2048 als das Original. Auch wenn in der Mobile-Games-Branche die Geschwindigkeit des Auftauchens von erstaunlich ähnlichen Nachbauten eine ganz neue Dimension angenommen hat. Abgeschaut und nachgemacht wurde in Kreativindustrien schon immer. Selbst in Hollywood lässt sich weder die Idee, ein Fremder kommt in die Stadt, noch das Konzept, ein Junge verliebt sich in ein Mädchen, schützen. Und in der Rockmusik verwenden fast alle Bands die immer gleichen Akkordfolgen, seit Jahrzehnten. Und letzten Endes ist jede Kopie ein Kompliment. Wie sehr jeder Mensch in seiner eigenen Welt lebt und wie sehr diese Welten bisweilen auseinanderdriften, das merkt man kaum so deutlich wie bei einem Telefonat mit den Eltern. Und um ein eben solches geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Pascal Fedorek, ich bin Kommunikationsdesigner, arbeite als freier Artdirektor, wohne und lebe in Mannheim und arbeite für verschiedene Designbüros und Werbeagenturen. Meine Eltern wohnen in Bad Oldesloe, das liegt bei Hamburg, und wir sehen uns, glaube ich, nur einmal im Jahr höchstens. Im Verhältnis ist trotzdem gut, wir telefonieren dann halt einfach öfter. Vor 2,5 Jahren sind meine Eltern dann Großeltern geworden. Seitdem sehe ich sie eigentlich noch weniger, weil sie dann natürlich eher meinen Bruder besuchen als mich. Aber eigentlich ist es ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, auch wenn man sich selten sieht. Als ich von zu Hause auszog, haben wir sogar öfter telefoniert als heute noch. Dann waren es die Themen, wie ich die Hemden wasche, büge, wie ich mein Essen koche. Aber auch, was die Arbeit macht, wie es einem geht. Zu dem Tweet kam es eigentlich so, dass mir schon längere Zeit aufgefallen ist, dass sich die Gesprächsthemen eigentlich wirklich immer mehr dahin verlagern, dass es nur noch um die Enkelin geht. Und natürlich dadurch, dass ich hier so weit weg von zu Hause wohne, dass man sich auch einfach entfremdet von der Heimat und auch viele Leute gar nicht mehr kennt. Es wird auch geschrieben, dass es neben der Enkelin auch noch Themen gibt, wer gerade geheiratet hat und wer gestorben ist, den man eigentlich gar nicht mehr kennt oder gar nicht mehr so genau weiß, wer das ist. Und das war wirklich während des Telefonats, dass ich nebenbei den Stift hatte und einen Zettel und dann einfach auch mal kurz mal aufskizziert habe, wie eigentlich so ein Telefonat abläuft. Dass sich die Gesprächsthemen mit meinen Eltern dahingehend ändern, dass es jetzt mehr ums Großelterndasein geht, ist für mich eigentlich eher was Schönes. Also ich empfinde das als was sehr Positives, weil ich auch da einfach merke, dass sie in dieser Rolle einfach sehr aufgehen. Ich glaube, dass das Verhältnis zu meinen Eltern da überhaupt nicht gelitten hat in den letzten Jahren und auch gar nicht darunter, dass sie jetzt Großeltern sind und sich das Großelterndasein für sie jetzt natürlich einen größeren Stellenwert hat als das Elternsein. Ich finde das auch überhaupt gar nicht schlimm. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Eltern auch immer ein offenes Ohr für mich haben. Die Resonanz auf den Tweet war einerseits auch sehr überraschend für mich, die war riesig. Das Schönste war eigentlich, oder das Witzigste war, dass ein alter Hochschulprofessor von mir sich noch bei mir gemeldet hatte, dann über Facebook, und mich beruhigen wollte oder mir gesagt hat, dass es alles okay ist. Ich soll mir keine Sorgen machen, meine Eltern haben mich trotzdem lieb, auch wenn sich die Gesprächsthemen ändern, aber das Entscheidende ist, dass wir eine Stunde telefoniert haben. Ich habe die Infografik meinen Eltern noch nicht gezeigt, kam einfach noch nicht dazu. Natürlich werde ich ihnen das noch zeigen. Also ich kann ihnen das auch zeigen und glaube, dass die Reaktion meiner Eltern darauf eigentlich eher humorvoll und witzig ist. Wir bleiben beim Gesprochenen, genauer bei der Sprache. Noch genauer bei den vielen verschiedenen Sprachen unseres Planeten. Die werden nämlich immer weniger. Und welche Rolle das Internet dabei spielt, das zeigt unser nächster Beitrag. Das Internet, so lauten die Klagen, habe vielerlei Kulturgut auf dem Gewissen. Die Musikindustrie beispielsweise ist schwer krank. Auch der Buchbranche geht es nicht mehr gut. Und Zeitungen sind zu einer Art Zombies unter den Medien geworden. Doch das alles sind nur Kulturträger. Glaubt man der Studie Digital Language Death, meuchelt das Netz mittlerweile ganze Sprachen. Denn nur 5% der weltweit gesprochenen Sprachen fänden im Digitalen Verwendung. Der große Rest fände im Netz kaum statt. Und hauptsächlich spricht das Netz sowieso Englisch und Chinesisch. Georg Rehm vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz kam zu einem ähnlichen Ergebnis. 21 von 30 untersuchten europäischen Sprachen hätten nur geringen digitalen Rückhalt, fand er heraus. Wer diese netzfernen Sprachen spricht, hat echte Nachteile im Internet. Suchmaschinen beispielsweise würden, gerade weil sie für viele kleinere Sprachen nicht über die notwendige Sprachtechnologie intern verfügen, andere Ergebnisse liefern. Wenn eine Sprache im Digitalen nicht stattfindet, dann wird auch nicht für sie entwickelt. Keine Smartphone-Betriebssysteme, keine Übersetzungstools
und keine Browser-Plugins. Für Georg Rehm und seine Kollegen bedeutet diese Abwärtsspirale über kurz oder lang den Tod einer Sprache. Doch es gibt auch das gegenteilige Phänomen im Netz. Dafür steht beispielsweise Fabian Kaulfürst. Seine Muttersprachen Deutsch und Sorbisch. Genauer gesagt Obersorbisch. Er begeistert sich aber auch für Niedersorbisch. Mit nur noch 7000 Muttersprachlern ist diese Sprache akut vom Aussterben bedroht. Doch Fabian Kaulfürst will das nicht hinnehmen und setzt sich für diese Sprache ein. Und zwar im Internet. Denn es ist ja so, dass in den Dörfern, zumindest in den mittleren und jüngeren Generationen, nicht mehr wirklich jeder Sorbisch spricht. Insofern ist es relativ einfach, dann ins Internet zu gehen, sich da in eine wendische Facebook-Gruppe einzuklinken und dort mitzureden, mitzudiskutieren und einfach seine sozialen Kontakte so auszuleben in seiner Sprache bzw. in der Sprache, die man erlernt hat und die einem selber wichtig ist. Und deswegen hat Fabian Kaulfürst das Wörterbuch der niedersorbischen Redewendungen und Sprichwörter veröffentlicht. Ausschließlich im Internet. So ist das Netz zu einer Art Überlebensinsel geworden für das Niedersorbische. Und nicht nur dafür. Viele kleinere Sprachen, wie Sardisch oder Walisisch, werden in Internetforen gepflegt und in sozialen Netzwerken benutzt. Einige dieser Sprachen und Mundarten erleben sogar durch das Netz erstmalig eine Verschriftlichung. Die Linguistin Kilou von Prinz verbrachte insgesamt ein Jahr auf der Insel Ambrim im ozeanischen Inselstaat Vanuatu, um die dort gesprochenen Sprachen Dnakaka und Raikalain zu erforschen und zu archivieren. Übers Internet kann sie ihre Erkenntnisse auch mit den Sprechern der Sprachen teilen und ihnen, auch wenn die Sprache zum Beispiel dann schon tatsächlich ausgestorben ist, immer noch zu ermöglichen, dass eine gewisse Kontinuität da ist, dass die Sprecher immer noch zumindest sehen können, wie sah das mal aus. Dazu ist es eben ganz wichtig, dass wir diese digitalen Medien haben. Das heißt, das ist also die Sammlung von Daten, auf die wir alle Zugriff haben, auf die die Sprecher Zugriff haben, auf die die Forschergemeinschaft Zugriff hat. Und das könnten wir ohne das Internet nicht machen. So kam es, dass die allerersten schriftlichen Mitteilungen in der Inselsprache Dnakaka digitale Kurznachrichten waren. Und für Anishinaabemowin, eine Sprache der nordamerikanischen Ureinwohner, gibt es seit neuestem sogar eine Sprachlern-App für Smartphone. Das Internet ist ein Ort der Widersprüche. Und einmal mehr könnten sich zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Wahrheiten als zutreffend erweisen. An der Oberfläche, im Massenweb, dominieren die beiden Massensprachen Englisch und Chinesisch und drängen alle anderen Sprachen an den Rand. In den Tiefen des Netzes aber, dort leben kleine Sprachen und Mundarten weiter, die ohne das Internet überhaupt keine Überlebenschance hätten. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Johann Wolfgang von Goethe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.